Big Bend umfasst einen großen Teil der Chihuahua-Wüste, der größten Wüste Nordamerikas. Die ersten spanischen Siedler nannten das Gebiet El Despoblado. Ein einsames und karges Land. Hier kann nur existieren, wer besonders einfallsreich ist. Ein Tier hat das Überleben in der Wüste perfektioniert. Die Texas-Krötenechse. Sie hat alles, was man von einem Wüstenbewohner erwartet. Sie ist bestens getarnt und liebt die sengende Hitze. Früher war sie in Texas weit verbreitet, doch mittlerweile zählt sie zu den bedrohten Arten. Landwirtschaft und Städtebau haben dem Reptil den Lebensraum geraubt. Naturschutzgebiete wie Big Bend sind überlebenswichtig. Die Texas-Krötenechse ist auf der Jagd. Heute stehen Ameisen auf der Speisekarte. So wie jeden Tag. Die Echse frisst fast ausschließlich Ameisen. Die kleinen Leckerbissen sind alles, was sie zum Überleben braucht. Doch die Ameisen ergeben sich nicht kampflos. Die roten Ernteameisen haben einen extrem kräftigen Kiefer. Sie zählen zu den giftigsten Insekten der Welt. Ihr Stachel am Hinterleib enthält ein Nervengift. Mit genügend Stichen kann sie einen Menschen töten. Doch die Jagdtechnik der Echse ist der Ameise überlegen. Sie muss bloß die Nerven bewahren. Und auf ein perfektes Timing achten. Noch nicht. Noch nicht. Immer noch nicht. Wenn die Echse Pech hat, bleibt sie am Ende hungrig. Eine falsche Bewegung und das Spiel ist aus. Wenn die Echse fressen will, ist militärische Präzision gefragt. Und Geduld. Sie nimmt ihr Ziel genau ins Visier. Jetzt oder nie. Ihre Zunge schießt blitzschnell nach vorn. Im Bruchteil einer Sekunde ist alles vorbei. Eine Präzisionswaffe, die den tödlichen Ameisenstachel umgeht. Die klebrige Zunge befördert die Ameise mit einer Bewegung in den Magen. Unterwegs ertrinkt sie in dickem Schleim. Für einen giftigen Stich in den Mund bleibt keine Zeit. Je mehr sich die Wüste aufheizt, desto härter wird der Kampf. Doch die Texas-Krötenechse nimmt ihn auf.